Ja, wir sind jetzt hier am Sugar Mountain hier in München-Sendling. Hier gibt es einiges Neues zu berichten. Hier wird überall umgebaut. Und so wie es hier aussieht, gibt es hier einen super Sandstrand. Wir werden heute den Sand mal kurz testen. Aber hier gibt es noch eine Neuigkeit. Hier wird gerade aufgebaut. Da wird nämlich an zwei Wochenenden eine Veranstaltung mit Musik stattfinden. Und die nennen sich angeblich Traumhänger, also nicht Traumfänger, sondern Traumhänger. Wir werden einfach im Internet dann nochmal nachschauen, was das genau ist, und werden das im Text noch mit dazu schreiben. Sieht aber gut aus, wird eine coole Geschichte. Und die bauen jetzt hier, gerade heute am Freitag, bauen die auf. Ein Container hier, das war ein Essenscontainer, der ist jetzt verschwunden. Aber dafür ist jetzt eine super coole Bühne. Werden wir mal schauen, was hier alles los sein wird. Und wie gesagt, hier vorne ist ein Sandstrand. Den schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Ja, und hier ganz was Neues. Hier herrlicher Sand. Es sind jetzt zwei Plätze, die wohl irgendwann bespielt werden. Dann werden wohl auch diese schönen Liegestühle verschwinden. Und hier waren viele Tische und Stühle. Hier hat man gemütlich essen können und chillen können. Ist leider alles weg. Was hier noch passiert, wissen wir noch nicht. Aber hier vorne eben, haben wir ja schon gesagt, wird gerade aufgebaut für die nächsten zwei Wochenenden. Und da wird es dann coole Musik geben. Warten wir mal ab, was da passiert. Das sind nicht die Traumfänger, sondern nennen sich Traumhänger. Wir werden da mal nachschauen im Internet, was da ganz konkret abgeht. Wir schreiben das dann noch in den Beschreibungstext. Ja, schade, dass hier so viel verschwunden ist. Hat sich aber wohl nicht rentiert, weil hier an dieser Stelle war ein großer Container mit Essen und Speisen, der ist jetzt nicht mehr da. Das heißt, jetzt wird ein neues Konzept irgendwie erarbeitet. Wir schauen mal, dass wir vielleicht ein bisschen mehr herauskriegen können. Ja, und hier gibt es ein cooles Fahrzeug. Das nennt sich, ganz interessanter Name, Pizza Akademie. Also was die akademisch machen, wissen wir nicht, aber das werden wir morgen dann sehen, wenn hier die Pizza hier verkauft wird. Und hier vorne ist ganz eine geile Geschichte. Sieht aus, als wäre das ein echter alter VW-Bus gewesen. Also einige Teile vermute ich mal. Ich weiß es nicht sicher, also ich bin kein VW-Spezialist. Kann natürlich sein, dass es völlig neu aufgebaut wurde. Aber schaut natürlich cool aus. Ist ein Anhänger. Und da gibt es halt dann wahrscheinlich eben Pizza. Also da oben sieht man ja schon, da ist dann noch der Kamin. Sieht eher aus wie irgendein Dampflok, aber das wird der Kamin hier vom Grill sein. Schauen wir uns morgen an, wir werden morgen darüber berichten.